Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play New Age. Ich mache erstmal meine Sounds leise. Und bist du ein bisschen laut? Nee, nicht ich bin laut, sondern die In-Game-Sounds sind laut. Achso, ich wollte nicht sagen, weil du bist nämlich eigentlich normal. Ich werde mir ein neues Dia-Schwert machen. Das alte ist ziemlich schwach oder schlecht. Und die ganzen Mini-Ruckler, tut mir leid, ich muss noch meinen Computer genauer einstellen. Also mir fehlen da noch ein paar Einstellungen. Deswegen ruckelt das ein bisschen. Na, wir gucken mal, wie wir das am besten hinbekommen. Ne? Aber bei mir läuft es ja auch nicht zu 100% flüssig. Ja, bei mir war es besser vorhin. Ich muss auch Feed the Beast wieder mehr RAM und so zuweisen. Wie viel RAM hast du zurzeit zugewiesen, Max? Das standardmäßige. Oh, ich glaube, es sind nur 2 oder so. Ja, ich glaube auch. Es waren nur 2, ne? Ja, naja, wir gucken mal. Das wird schon. Du hast Holz in meine Ablage gelegt. Ja, es tut mir leid. Nein, ist kein Problem. Sind ja unsere Dingsboxen. Achso, ja, hier seht ihr Zombie Head. Also Zombie Kopf, Skelett Kopf. Hier ist der Wizard Kopf. Und meine Kiste mit allen möglichen Stuff: von Goldapfel, 15 Diamanten. Sammelt sich irgendwann so an. Ja. Du hast uns eine Kiste gemacht. Da ja, ist das drin. Ich hab geguckt, da hattest du noch irgendwie Goldschwerter, die ich dir mal irgendwann gemacht habe. Und da habe ich dann gedacht, ja, gut. Die gibst du dem lieben Maxman denn mal? Ja. Und die steht dann jetzt neben dem Bett. So, ich versuche wieder Level 30 zu machen. Ja, probier mal. Das was ist Disjunction? Disjunction? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Smite ist Sharpness, ne? Smite ist Sharpness, ja. Dann habe ich Smite 4, Disjunction 3. Hey, warte mal, nein. Smite ist doch nicht Sharpness. Smite ist Smite. Smite ist, Gegen Skelette, ne? Das ist gut zum Farmen. Ich hab keine Ahnung, wozu ist ein Smite? Schreibt das mal in die Comments. Ich glaube, gegen Smite war gegen Skelette. Echt? Mhm. Muss mal probieren. Soll ich jetzt irgendwie helfen hier unten? Ja, es wäre cool, wenn du mal ein bisschen was runtertragen. Also mithelfen würdest, was runterzutragen. Wie jetzt runtertragen? Also meinst du allgemein Stoffe oder nur? Ja, genau. Aber also nicht die ganze Kiste. Nee, nur die Stoffe von der Kiste. Die Kiste kannst du dann danach abreißen. Kannst du mir mal Juju mitgeben, was du hast? Ich hab kein Jojo-Matter. Das liegt noch oben im Jojo-Matter Ding. Oh, das hast du schon rausgemopst. Ja, ich hab dezent viel Jojo-Matter für unsere Verhältnisse, wie ihr sehen könnt. Jo. Eigentlich wollte ich nochmal irgendwann meinen Zauberturm weiterbauen und noch ein Feld dahinter errichten und so, aber. Nö. Lass mal erstmal schlafen, denn? Lieber Ossi. Ja, wir pennen erstmal. Warte einen Moment. Erstmal hoch. Ich habe noch ein lustiges Gesprächsthema für die heutige Folge. Schauen wir mal gleich rein. Hat es was mit Essen zu tun? Nee. Zufällig nicht. Also, ich weiß ja nicht, hattest du gedacht, dass es was mit Essen zu tun hat? Ich habe immer Hoffnung, dass es irgendwas mit Essen zu tun hat. Na denn. Irgendwie sieht das hier mir auch noch ein kleines bisschen zu offen aus. Da müssen wir nochmal schauen. Die Kiste da hinten in der Ecke. Welche Kiste? Die da. Das ist meine Kiste, die brauche ich, wenn sie das stehen lässt. Jo. Die benutze ich nämlich immer, um Cobblestone von der Quarry hierher zu tragen und dann in den Recycler zu schmeißen. Achso, ja, das ist schlau. Stimmt. Und bringen. Achso, wo war Cobblestone jetzt? Hier vorne, bei Stein. Aber obwohl, nein, Cobblestone, dann stimmt. Cobblestone, dann müssen wir erst noch ein paar Kisten runtertragen. Das kommt dann alles hier hinten rein, das muss ich noch ausbauen und verschönern und so. Also, Cobblestone noch nicht, oder was? Cobblestone, ja, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier die Kisten. Hättest du mir auch früher sagen können. Weißt du, weil guck mal, hier ist zum Beispiel so viel. Hättest du mir trotzdem früher sagen können. Ja, dann chill mal kurz. Du kannst mir ja helfen, die Kiste schnell auszuräumen. Welche denn? Die in der ganzen Mitte steht, wo das ganze Obsidian drin war. Und danach können wir dann die Kiste runtertragen und dann. Und dann passt das, würde ich sagen. Und dann kommt das hier hinten in den Kobbelkeller und. Weil ich erinnere mich in Minecraft nur noch von gekochten Chicken. Das ist richtig krass. Gekochten Chicken? Ja, ja.
Wer kocht, dann bitte schön Chicken. Ja, oder gebraten, oder frittiert, oder lecker Schmecker. Was machen wir eigentlich mit dem Nicole-Lied? Keine Ahnung, lass das mal verschenken. Alles daraus klar. Kann man eigentlich nichts machen, das ist so kacke. Obwohl man richtig gute Erfahrungen dafür kriegt, wenn man das abbaut. Ja, das ist auch das einzig Positive daran. Ich hab's mal weggeschmissen. Okay. Ein Stack hättest du behalten können. Ich hab in der Query noch 6,5 oder so. Ja, das ist mir ein bisschen dusselig, wenn die Query das abbaut. Oh, fuck. Oh nein, mein Zauberkeller wird überflutet. Ja. Geht wieder. Ja, schade. Geht wieder. So. Ich hätte sie richtig gegönnt irgendwie. Ne, lass mal. Ja, der braucht auch noch einen Eingang, ich weiß. Und das ist auch noch kein Turm, ich weiß. Lalalala, ich weiß. So, jetzt habe ich die Kiste. Und dann packen wir die mal nach ganz weit hinten. Also am meisten hast du von den roten, von dem Fire Shard, ne? Genau. Hast so, du jetzt eigentlich, kannst jetzt erstmal Kabel reinschmeißen. Hast du eigentlich alle Shards oder gibt's noch mehr? Nee, das sind alle. Es gibt Viz, Fire, Water, Earth und das letzte. Also fehlt dir noch einer. Hatte ich nicht gerade 5 gesagt? Nee, du hast 6 gesagt. 6? Ach, ist ja auch egal. Es gibt auf jeden Fall nicht noch mehr Shards. Und die wertvollsten sind die Lilanen. Dann gibt es gibt Air, Fire, Water, Earth, Viz und Dull. Und Dull haben wir nicht. Dull gibt's auch noch. Ja, und Dull haben wir nicht. Aber mit Dull weiß ich gar nichts anzufangen. Die sind bestimmt entweder die sind super selten oder keine Ahnung. Die sind, glaube ich, sind nicht grau so, oder so? Wo kommen Erze rein? Ja. Erze habe ich noch keine Kiste für, mache ich jetzt. So, Essen kann ich schon mal runtertragen. Genau. Marble Plus. Was? Marble Plus. Marble Plus Basalt. Hättest du nicht einfach Marble, ein Seil tiefer Plus und dann noch ein Seil tiefer Basalt, das würde besser aussehen. Geh mal weg, dann brauche ich das gleich neu. Also Essen haben wir gesagt, Pflanzen hast du schon und Holz. So. Essen und Holz. Ich kenne auch ein paar, eigentlich können wir auch ein paar Eier wegschmeißen, oder nicht? Die sind eigentlich zum Zaubern ganz gut. Was ist denn da drauf? Mutatio, glaube ich. Nee. Quatsch, auf den Eiern ist diese zwei Pfeile. Die sind eigentlich ganz praktisch, weil da dann noch 4 auf einem Ei drauf sind. Das ist eigentlich ganz cool. Warte mal, wir brauchen auf jeden Fall Erze. Dann brauchen wir Schatz und Barren. Barren. Das Problem ist, jetzt fehlt uns noch einmal Dust. Dust. Ja, ich dann kommt das Nether-Zeug hier ich weg. Ich spreche das alles so benett aus, ich weiß. Pflanzen da. Staub. Und Dust. Da kommt dann zum Beispiel, oh, ups, jetzt habe ich da schon das Nether-Zeug reingepackt. Ah, nee, das warst du. Na, ist ja auch egal. Und dann kommt Nether-Zeug hier hin. Doof nur, dass uns da jetzt natürlich noch eine Kiste fehlt. Naja, gut. Holen wir alles nach, würde ich sagen. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge. Was sagen die Folgenzeit? Geht noch 10 Minuten. Oder? Ja, noch geht. Nee. Ich habe hier mal noch 2 Eisenkisten geholt. Was ist das eigentlich? Ein Arcane Wood Worktable? Was ist an dem so besonders? Das ist so ein Zaubertisch, Dingsbums. Also. Ein kleiner Zaubertisch. Kann ich damit nichts anfangen? Nö, kannst du ihn hinstellen, sieht hübsch aus. Das ist aber das Einzige, was der zurzeit kann. Achso, Leute, schreibt uns mal in die Kommentare, was sowieso keiner machen wird, wenn ich das sage, weil mich keiner mag, aber was zur Hölle ist das? Was denn? Achso, das. Ja, genau. Schreibt mir bitte. Ich weiß nicht, ich kann euch auch zeigen, wie das heißt. Das heißt, wartet. TweeTap. Also ganz normal TweeTap, so wie. Der TweeTap. Das da. Genauso geschrieben. Nur ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann. Ja, man kann das so auch nicht weiter verkraften. Das ist schon das Endprodukt. Und ich verstehe es nicht.
Wenn man das dicke Resin versucht reinzumachen, passiert nichts. Das gleiche passiert mit Holz. Also, es passiert nichts. Du kannst kein Holz reinmachen, du kannst keine Destillerie reinmachen. Okay, Max, ich bin einfach so dumm dafür. Ich doch auch. Ich leere hier gerade nochmal Kabelstone aus und das kommt dann in die Kabelkiste. Wabberwurt. Ich klicke darauf, es passiert nichts. Ich schmeiß das dagegen, es passiert immer noch nichts. War mir ja komisch, ne? Ich kann es darauf platzieren, aber es sieht scheiße aus. Redstone ist doch Dust, oder? Also Staub, also. Naja, nee, ja, oder nee. Oder willst du für Redstone eine eigene Kiste machen? Ich würde das unter Erdstone machen. Ja, aber Redstone ist doch kein. Nee, naja. Erz ist für mich das ganze Unverarbeitete. Weißt? Aber wir müssen ja auch irgendwo Lapis Lazuli und sowas reinmachen. Ja, Lapis Lazuli hätte ich da jetzt auch mit reingepuncht. Sonst machen wir dafür eine extra Kiste. Ja. Sowas wie Gedöns. Für eine extra Kiste. So, ich bringe jetzt mal den restlichen Stein runter. Erz ist das Ganze hier. Komm, Gravel auch bei Cobblestone und so rein? Nee, Gravel machen wir am besten eine eigene Kiste. Wir können doch Gravel nennen. Kann man die großen Kisten eigentlich auch mit irgendeinem Befehl ordnen? Ja. Wie denn? Der ist rechts an der Seite, da ist nur meistens das Crafting-Dings drüber. Achso, ja, musst du O drücken, dann geht das richtig. Ich weiß. Ah, cool. Das habe ich dir auch gerade gesagt. Hörst du wieder überhaupt nicht zu. Echt, was denn? Dass du das da nicht siehst und deswegen das wegmachen musst. Genau. Ach, Ossi. Du hattest ein Gesprächsthema, ein lustiges, hast du gesagt, aber es ist noch gar nicht angeschnitten. Oh ja, hups, hab ich vergessen. Machen wir nächste Folge. Ich hab ein lustiges Gespräch hier, könnt ihr euch alle schon mal freuen. Ja, ist ein Cliff. Man erzeugt automatisch einen Cliffhanger. Ja, das ist, wenn man es am Anfang der Folge erzählt. Definitiv sehr effektiv. Oh fuck, ja, das war unschlau, was ich hier gerade gemacht habe. Was hast du denn gemacht? Ich hab hier das ganze Glas, also das ist alles zerstört. Nein! Okay. Oh, hoch. Ja, genau, die Obsidian-Totems. Müssen wir mal gucken, vielleicht können wir die irgendwie cool verbauen oder so. Mal gucken, vielleicht finden wir noch ein paar mehr. Ich schmeiß jetzt aber Dings mit rein. Bei Obsidian. Ja. Genau. Ja. Nasser. Oh Gott. Das Geile ist, wenn wir hier oben endlich aufgeräumt haben, dann kann man das nämlich endlich. Ossi, wo kommt das Nasser-Zeug hin? Dafür haben wir leider noch keine Kiste. Soll ich mir eine machen? Ja. Gut. Ach fuck, jetzt habe ich gerade das Silber weggepackt. Oh mein Gott, ich höre Stornen. Ich auch. War das in Real Life oder? Nee. Ach, ist ja gestern Abend. Gestern Abend? War das gestern Abend? War das gestern Abend? Wo es so ganz doll geregnet hat und gedonnert bei uns, also richtig doll gestürmt? Keine Ahnung, du. Nee, bei uns hat es gestern gar nicht geregnet. Doch, das war gestern Abend. Hä? Echt? Hab ich da schon geschlafen? Nee, das war gegen 17 Uhr, da haben wir meine Schwester noch weggebracht nach Hause. Ah, stimmt. Und da hat es ganz doll geregnet. Da war ich gar nicht zu Hause. Da habe ich mit meinem lieben Cousin FIFA gespielt. Ja, und da hat ganz, ganz doll geregnet. Also richtig doll. Und auch geblitzt und so. Und danach habe ich Fernsehen geguckt und die haben mitgekriegt. Und nebenbei Far Cry 3 gespielt. Wie ihr hoffentlich alle auf dem Kanal schon gesehen habt, wenn die Folge rauskommt, also, oder? Möglicherweise ist die schon draußen, möglicherweise aber auch nicht. Man weiß es nicht. Dann habe ich euch jetzt gespoilert, was als nächstes kommt. Entschuldigung. Ja, genau. Kommt manchmal vor. Wo man schneller redet, als man nachdenkt. Was soll ich jetzt noch eintragen? Also runtertragen. Runter, warte, wir gucken mal noch. Das machen wir denn jetzt noch in dieser Folge? Nee, pom. Staub und Dust haben wir nicht, Obsidian haben wir nicht, Kohle, Erze. Doch, bei Staub und Dust, da kommt zum Beispiel noch. Baron. Ah, ich kann Baron schon mal runtertragen. Wir hatten doch hier irgendwo Kohldust. Nee, nicht Kohldust. Doch, Kohldust. Also. Der ist bei Kohle schon mit drin. Ja, aber den würde ich da rausnehmen. Ja, habe ich da halt nicht reingelegt, weil da die Kiste mit Dust noch nicht existierte. Deshalb, ja. Ja. Warte, ich habe jetzt eine Kiste. Habe ich die schon gesetzt? Ja, ne? Und das eine ist dann die Redstone-Kiste. So, Redstone. Kommt Diamanten Redstone. Auch bei Barren mit rein? Ja, ich würde fast sagen, ne? Aber es sind keine Barren. So, ja, oder wir machen uns noch irgendwie so eine richtig epische Imba-Kiste, wo alles was wertvoll ist. So eine Crystal Chest. Eine Crystal Chest.
Zum Glück nur ein bisschen groß, ne? War das nicht die Crystal Chest? Die war ganz normal. Da war die größer als die anderen. Die Crystal Chest, die ist klein, aber die hat richtig viel Stauraum. Ja, genau. Die, da konnte man noch reingucken. Genau. Ja, vielleicht bauen wir uns nochmal irgendwann eine Crystal Chest. Mal schauen. Warte, ich kann euch die mal zeigen. Ich glaube, das interessiert sowieso keinen, aber ich versuche einfach mal nett zu sein und mein Image aufzubessern. Das ist die. Und mein Image auf. Maxman ist so richtig der Schwerverbrecher, weshalb er sein Image aufbessern muss. OMG. Was ist das denn hier für eine? Das ist eine Crystal Chest. Da kann man halt sehen, was da alles drin ist. Das ist eigentlich extrem cool. So, hier kommt am besten nochmal ein Crafting Table. Deswegen bin ich auch gut, dafür. Dass ich genau drei Lass Holz. Mal eine Crystal Chest bauen. Ja, wir bauen die bestimmt noch. So, essen. Aber erstmal würde ich sagen, beenden wir die Folge. Ich will schon was essen. Okay. Let me eat something. And then we can say goodbye. Yeah, for sure. That's really tight to everybody. Everybody have to. Ach, ist doch egal. Everybody. Ossi und seine Bunnies. Ja, ist echt so. Ich bin Batman. Ich bin Assassine, mach jetzt einen Sprungangriff. Ja. Okay, gut. Danke, Leute, fürs Zuschauen. War auf jeden Fall mal wieder mal ganz nett. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir sind in der nächsten Folge. Und tschö mit Ö. Auf Wiedersehen.